So Freunde, weiter geht's mit Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir befinden uns hier noch in der Höhle, die wir in der letzten Folge auf der Insel vor Corinnes gefunden haben. Leider sind jetzt hier so Spitzen am Boden, eine Falle, und die geht jedes Mal auf, wenn ich da drüber laufe. Ich glaube, es war ein Bug, dass wir überhaupt drüber gekommen sind in der letzten Folge, denn die richtige Lösung wäre gewesen, eine Fackel zu betätigen in dem Raum vor dieser Falle. Dann wären wir durchgekommen. Habe ich leider nicht gemacht. Ich bin so drüber gekommen, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Aber es macht gar nichts, denn wir können ja eine Rune benutzen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, auf der Taste 4, genau, zur Hafenstadt, werden wir zurückporten. Und damit sind wir wieder im schönen Corinnes. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Quests zu erledigen. Beziehungsweise ein paar Quests, die jetzt einfach so zu erledigen sind, ohne dass ich mich jetzt noch groß oder viel bewegen muss, weit reißen muss oder sonstiges. Ich gehe jetzt erstmal hier vorne hin, da wo damals Vatras war. Der ist ja nun weg, der kommt ja mit aufs Schiff. Jetzt ist da der Kollege von ihm dort, aber zu dem will ich jetzt noch gar nicht. Den werde ich jetzt, glaube ich, auch mal anhauen. Ich will jetzt erstmal zu dem hier, Kavalorn. Denn ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Siehst du, hatte ich mir doch gedacht, dass die Paladine es hatten. So, Fähigkeiten will ich keine erlernen. Und damit klicke ich wieder auf Ende. So, jetzt könnte ich den hier nochmal ansprechen. Die Ablösung für Vatras. Hey! Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Das war wirklich eine wahre Heldentat, die du in Jakendar vollbracht hast. Leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Corinnes noch nicht am Ende. Schon. Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahrer. Wir werden sehen. Genau, wir werden sehen. Bewahrer nennt er mich. Sehr schön. Okay. So, jetzt wollte ich noch zu einem Händler gehen. Wir können ja gerade mal schauen. Ich habe hier noch eine ganze Menge Aufgaben zu erledigen. Wir werden so gut wie nichts mehr erledigen können, beziehungsweise werden viel erledigen können. Aber so langsam aber sicher sollten wir weitermachen im Spiel. Was ich allerdings noch habe, das ist zum Beispiel Alriks Schwert. Alrik hat sein Schwert an den Händler Jora verkauft. Er kämpft nur gegen mich, wenn ich es ihm zurückbringe. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch machen, denn der Händler Jora, der ist da vorne bei den anderen Händlern. Und da können wir den einfach mal fragen, was denn mit dem Schwert passiert ist. So, das müsste er sein. Jora. Hey. Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Du meinst den abgerissenen Typen, der seine Waffe bei mir für ein paar Fackeln und Fleischbröckchen eingetauscht hat? Genau den. Das Schwert habe ich noch. Wie viel willst du dafür haben? Nun, für dich... Ach, was soll's. Hier, nimm es. Schließlich hast du mir geholfen, mein Gold wiederzukriegen. Sehr schön. Beziehungsweise, ich hätte jetzt auch mal zeig mir deine Ware anklicken können, da wir so langsam aber sicher das Inventar ausmisten sollten. Ich glaube, ich habe da noch jede Menge Blunder. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch, beziehungsweise ich springe hier wieder runter und gebe Alrik sein Schwert zurück. Und dann werden wir mal gegen ihn kämpfen. Ich bin mal gespannt, ob er gut ist, aber wahrscheinlich werde ich ihn fertig machen. So. Aua. So, mit dem rede ich nicht. Ich gehe dann mal weiter hinter, wo die ihre heimlichen Kämpfe veranstalten. Ja, das war wohl der falsche Weg. Gehe ich mal hier durch. Irgendwo da hinten müssen sie sein. Ich bin mir eigentlich fast sicher. Wo waren die denn? Jetzt bin ich hier schon wieder am Hafen. Sag mal, Leute, wo sind die denn? Ich dachte, die wären da hinten irgendwo. Ich gucke mir das mal von hier oben aus an. Wir gehen einfach mal auf die Dächer. So. Ich dachte, die wären da unten irgendwo. Gerade hier im Eck vielleicht. Aber ich sehe da überhaupt keinen. Kann doch nicht sein. Bin ich jetzt denn von allen guten Geistern verlassen? So, ich gehe nochmal hier hin. Nee, das ist noch nur der eine Freak hier. Ach, da ist er doch. Wo sind denn die anderen? Waren da keine Besucher mehr? Gut. Ich habe dein Schwert. Ich habe dein Schwert. Ah, das ist schon viel besser, als mit einem alten Ast zu kämpfen. Ich überlege mir gerade was. Mal angenommen, wir werden den jetzt besiegen, sollte ich vielleicht die Klaue Belias nicht benutzen, weil dann wird der gute Kollege gleich wieder tot sein wahrscheinlich.
Wir haben hier den Sturmbringer. Das ist allerdings ein Zweihänder. Wir haben die Betty. Ich benutze mal die Betty. Ach so, da brauche ich wieder Geschicklichkeitspunkte. Das heißt, wir können die eigentlich sogar verscheuern. Dann probier es mal mit dem Zweihänder hier. Und wir machen nochmal eins. Und zwar abspeichern. Sollte sich Alrik als zu stark herausstellen, ist es vielleicht besser, wenn wir abgespeichert haben. So. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Na klar. Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Ja, nur das Publikum fehlt irgendwie noch, ne? Komm her. Ah. Dann lass mal sehen, was du kannst. Hört ihr Bewohner von Kurin. Auf ausdrückliche Bitte. Bald wird... Ach, so übel. Naja, ich kann doch nicht so gut mit zwei Händen, das sieht man eigentlich. Aber ich werde ihn erstmal hier ausplündern. Der hat da 100 Gold dabei und so einen Schnaps oder sowas ähnliches. Naja. Na Jungs, hat es euch gefallen? Ich werde jetzt nochmal kurz warten, bis er wieder aufwacht hier. Oh, mein Schädel. Mann, oh Mann, du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Dein Gold hast du dir ja schon genommen. Hättest auch warten können, bis ich es dir gebe. Ich halte mein Wort. Naja, ich bin mir da nicht so sicher. So, okay. Das langt mir jetzt erstmal. Ja, Freunde. Ich würde fast sagen, es ist Zeit. Ich habe mir vorhin nochmal die letzten drei Folgen Gothic 2 von mir betrachtet, beziehungsweise ich habe mir die Folgen nicht betrachtet. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen und alles, was ihr mir geschrieben habt, habe ich abgearbeitet, bis auf zwei Sachen. Die Sache mit dem Krautpaket und die Sache mit den Vermissten. Die sind beide nicht gelöst. Für die Sache mit dem Krautpaket bräuchte ich wohl ein Krautpaket und ich bin mir momentan nicht so ganz sicher, wo das ist. Die Sache mit den Vermissten, warum die nicht gelöst ist, kann ich euch hier nicht sagen. Ich denke mal, auf jeden Fall müsste ich, um sie zu lösen, zurück nach Yakenda gehen. Das heißt, zu der Welt der Erweiterung. Und dann könnten wir das lösen. So, das heißt, jetzt machen wir wirklich die letzten Schritte. Nur mal gerade mal schauen, ob hier unten vielleicht irgendwo ein Händler ist. Hier in der Kneipe wahrscheinlich. Den könnte schon ein bisschen was verscheuern, glaube ich. Wen haben wir da? Mario. Ich habe gehört, du suchst Leute für dein Schiff. Und? Ich bin dabei. Gute Leute kann ich immer gebrauchen, oder auch nicht. Warum sollte ich dich mitnehmen? Was verlangst du? Warum sollte ich dich mitnehmen? Ganz einfach, weil du mich brauchst. Ich war Leutnant bei der Königlichen Kriegsmarine. Ich habe als Seesoldat auf der König Rober und auf der Myrtanas Stolz gedient. In der Schlacht um das östliche Archipel habe ich eigenhändig 2 Dutzend Orks zurück in Belias Reich geschickt. Leider waren wir zu wenige. Nachdem unser Flaggschiff versenkt worden ist, mussten wir uns zurückziehen. Wieso bist du dann hier? Die Flotte ist geschlagen und die Soldkassen sind leer. Nach meiner Entlassung bin ich dann hier in diesem Nest gestrandet und suche eine neue Heuer. Der Mario will mitmachen. Okay, komm halt mit, Junge. Gute Leute kann ich immer brauchen. Alles klar, wir sehen uns dann am Schiff. Jo. Mario. Nagur, den spreche ich auch nochmal an. Dann lass mich einfach in Ruhe, okay? Okay, der will nicht, der hat scheinbar schon. So, ich brauche noch ein paar Seeleute. Nee, ich brauche einen Händler. Okay, der will mir nichts verkaufen, außer seinen blöden Schnapsen. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal ganz zurück. Und suche nochmal einen Händler auf. Hier, Fenia. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Ja, ich suche eigentlich nur jemanden, der mir meinen Schund abnimmt. Zeig mir deine Ware. So, die hat nämlich tatsächlich nur Schund. Was haben wir? Betty, die verkaufen wir. Die Klaue Belias, die verkaufe ich natürlich nicht. Das können wir verkaufen. Diese verschiedenen Sachen. Alriks Schwert. Ich habe dem doch sein Schwert zurückgegeben. Achso, ich habe es wieder eingesammelt. Okay, dann verscheue ich das jetzt. Ich bin jetzt mal ein Drecksack. Ich habe ja vorhin gegen Alrik gekämpft und da habe ich sein Schwert zurückgegeben, also, aber als er da am Boden gelegen hat, habe ich es gerade wieder mitgenommen. Ist auch egal. So, Armbrust, Senkratz-Armbrust, komm, das verscheuern wir jetzt auch. Bogen, das behalten wir mal. Jetzt scroll ich mal nach unten. So, wahrscheinlich, wir könnten auch diese ganzen Ringe verkaufen hier, aber ich lasse die jetzt einfach mal da. Ich meine, wir brauchen sowieso kein Geld mehr, wir haben fast 20.000, ja.
Ich verkaufe das mal hier, die goldene Schale, die Schatulle, einen goldenen Kelch, eine Innerstatue. Die behalte ich mal. Vielleicht bringt sie mir Glück, ne? Sumpfkraut behalte ich auch mal. Wer weiß, warum ich, für was ich das brauche. Wir haben da noch einen Kopf. Bloodwinds Kopf. Den verkaufe ich auch. Den will ich nicht haben. Ein Stahlpaket. Dieses Paket ist wirklich schwer. Es enthält dicke Stahlklumpen. So, diese Kelche verkaufe ich auch noch. Und damit würde ich sagen... Noch einen recht schönen Tag, Herr Paladin. Ebenso, danke. Damit würde ich sagen, das war's. Wir reisen jetzt. Wir verlassen die Insel Korinis und wir gehen zum letzten Gefecht. Es wird Zeit, Freunde, es wird Zeiten. Ich weiß, wir haben sehr viele Quests jetzt nicht gemacht. Wenn ich Gothic 2 heute nochmal spielen würde, würde ich einiges anders machen. Ich würde es systematischer angehen. Ich hätte wahrscheinlich jetzt mehr Quests gelöst. Aber mein Gott, alles muss irgendwann mal zu Ende gehen. Und so ist es auch mit Gothic 2. Aber wir haben ja noch Gothic 1 und Gothic 3. Wobei ich glaube, ich bevorzuge es, Gothic 3 als erstes zu spielen. Und das werden wir dann auf jeden Fall systematischer angehen. So wie ich hätte Gothic 2 schon von Anfang an machen sollen. Nur für Gothic 2 würde ich sagen, langt das erstmal. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich was vergessen habe. Notfalls, logischerweise, kann ich ja noch mal eine Abspeicherung vorher reinladen. Aber ich denke, wir packen es heute. Wir werden heute die Insel Korinis verlassen. Da sind meine Jungs. Die Crew. So, und ich gehe jetzt erstmal aufs Schiff. Ich will mir das mal betrachten dort. Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Ich kann hier nicht für vorbei. Nee. Misstraust du mir, Ritter? Nein, ich befolge nur meine Befehle. Dann solltest du wissen, wer hier den höheren Rang hat. Ja, Sir. Hiermit befehle ich dir, mir Zugang zum Schiff zu gewähren. Verstanden, Sir. Zugang wird gewährt. Okay, es ging jetzt einfacher, als ich dachte. Wir können jetzt auf jeden Fall aufs Schiff. Und ich schätze mal, ich muss da unten meine Crew ansprechen, damit sie mit mir kommt. Aber jetzt wollen wir uns erstmal das Schiff hier betrachten. So, da vorne gibt es nicht mehr viel. Ist auf jeden Fall schön groß, das Schiff. So, hier haben wir Kanonen. Da haben wir eine Schmiede. Gott sei Dank haben wir einen Schmied mitgenommen. Schöne Sache. So, was haben wir hier? Ja, so ein Vorratsraum, würde ich mal sagen. Hier geht es nach unten. Und immer weiter nach unten. Ach ja, okay, das ist immer ein ganz großer Vorratsraum. Was haben wir hier? Ein Trank und der glitzert so schön. Vielleicht haben wir da noch mehr. Ich sehe allerdings momentan nichts, nur doch ein paar Vorräte liegen da halt. Nochmal ein Trank. Ein Lederbeutel, für was ich jetzt auch immer noch Münzen brauche. Ein Ring. Komm, wir gucken mal, was ich da für Ringe dabei habe. So. Wo sind denn meine Ringe? Da, das ist ein Amulett. Da unten haben wir die Ringe. Der Überseehändlergilde Araxos. Ring der Krieger, Schutz vor Waffen. Ring der Eisenhaut. Erzhaut. Ja, allerdings alle maximal nur 5 Wert. Also der Wert 5. Schutz vor Waffen 5. Schade. Hätte sein können, dass man jetzt am Ende nochmal was richtig Geiles findet. Aber kann ja sein, dass wir das noch tun werden. Und zwar, wenn wir bei den Hallen von Idorath sind. Vielleicht finden wir noch ein paar bessere Sachen. So, was haben wir hier hinten? Eine Buchkommode, eine Spruchrolle, ein Alchemietisch. Es wird ja immer besser hier. So, ich lese auch mal das Buch. Okay, das bringt aber nichts. Da können wir uns nur... Das ist nur das Standard geschrieben. Ne? Das bringt uns keine weiteren Fähigkeitspunkte. So, was haben wir hier noch? Da ist da auch noch eine Tür. Aber die geht nicht auf. Da liegt sogar noch ein Trank. Ne, ein Lederbeutel. Sieht im ersten Moment immer so aus wie ein Trank. So, was haben wir hier?
Herein in die gute Stube. Ach, so eine Art Aufenthaltsraum hier, die Kantine. Und hier der Mannschaftsraum. Sogar mit Terrasse. Sehr schön gemacht, sehr schön. So, da kommen wir auch nicht weiter. Ja, ihr seht schon, ich will mir das alles genau betrachten hier. Aber da gibt es jetzt nichts mehr. Wir könnten uns jetzt nur noch mal ins Bett hauen. Aber das will ich jetzt noch nicht. So, was haben wir hier? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Dafür brauche ich den richtigen Schlüssel. Jetzt haben wir ein Boot geklaut. Also jetzt noch nicht geklaut, steht ja noch da, aber da will ich so dann nicht mal den richtigen Schlüssel. Ich will den richtigen Schlüssel noch haben. Nun gut, ich frage mal meine Kollegen, da vorne steht noch was. Warte mal. Das gerade im rechten Augenwinkel noch gesehen. Ein Drang. So, wenn ich hier runter gucke auf meine Mannschaft, fängt das Bild auch so ein bisschen an zu ruckeln. Scheinbar sind es doch zu viele intelligente Charaktere, die hier rumstehen. So, wen haben wir denn da? Jorgen, das ist mein Kapitän. Lee. Mario, der ist läuft wieder, alter Sack. Diego, Bennett, Lares. Wer bist du? Girion. Hey, kannst du mir mal verraten, was du hier treibst? Was ist denn los? Geh mir aus dem Weg, sonst muss ich dich töten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich brauche das Schiff. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich rede davon, was du mit den Schiffswachen da oben ausgehandelt hast. Das stinkt doch zum Himmel. Das ist die große Frage, ne? Was soll man anklicken? Ich brauche das Schiff? Oder geh mir aus dem Weg, sonst muss ich dich töten. Ich bleib mal bei der Wahrheit. Ich brauche das Schiff. Also werde ich es mir nehmen. Das kannst du nicht tun. Der Erztransport. Das Erz im Minental wird nicht reichen, um den König zufriedenzustellen. Ich war dort. Da ist nichts mehr zu holen. Hagens Mission ist eine Farce. Die eigentliche Bedrohung hat ihre Wurzeln auf einer vorgelegenen Insel nicht weit von hier. Ich werde dorthin segeln und sie beenden. Entweder du schließt dich mir an, oder ich muss dich aus dem Weg räumen. Du hast die Wahl. Ganz sicher natürlich keine Wahl. Richtig. Nun gut, ich werde mich dir anschließen. Aber nur unter einer Bedingung. Wenn wir die Sache erledigt haben, wirst du mir das Schiff wieder übergeben. Klar? Damit kann ich leben. Dann tu, was du tun musst. Ich werde hier auf dich warten. Okay. So, das haben wir ja klar gemacht. Wen haben wir da noch? Gorn ist noch dabei. Vatras. Lester und Milton. Und ich glaube, wenn ich will, dass es losgeht, dann sollten wir mal mit dem Kapitän reden. Und zwar mit Jorgen. Meine Meinung kennst du ja schon. Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Aber klar doch. Er mit der Karte. Gut, dann hoch die Segel und nichts wie weg hier. Überprüf vorher nochmal deine Ausrüstung. Wenn wir erstmal auf See sind, gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn du das gemacht hast, dann leg dich erstmal schlafen. In der Kapitänskajüte steht ein Bett für dich bereit. Gute Nacht. Gute Nacht. Ah, Kajütenschlüssel bekommen. Sehr schön. Und meine Mannschaft geht auf das Schiff. So, komm, wir genießen mal diesen Augenblick. Wenn die Kollegen hier, meine Leute, auf das Schiff marschieren. Ich sollte mich jetzt also in die Kajüte, in die Kapitänskajüte begeben. Und dann beginnt die Reise. Ich würde vorschlagen, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Falls euch noch was einfällt, was wir wirklich ganz dringend erledigen müssen, dann sagt es mir jetzt. Denn wenn da kein Kommentar steht, was wir erledigen müssen, dann geht's in der nächsten Folge direkt in die Kapitänskajüte. Also, macht's gut, bis dann.